Brote gibt es viele, aber zumindest hier in der Region nur ein Kutscherbrot, was schon einen legendären Ruf genießt. Und das wird hier in der Bäckerei Schüre in Mogenröder-Rautenkranz gebacken. Und wir haben uns hier in der Backstube zum Kaffee trinken mit den Schürers verabredet. Und jetzt frage ich Sie, Herr Jürg Schürer, was ist denn nun das Besondere an so einem Kutscherbrot und wie kommt das eigentlich zu seinem Namen? Das Besondere an unserem Kutscherbrot ist, dass es so lange bäckt. Und durch diese sehr lange Backzeit entsteht ein wunderbares Verhältnis zwischen einer ausgeprägten, knackig aromatischen Kruste und einer weichen, aromatischen Krume. Der Name kommt von den Kutschern früher, die Post gefahren haben. Die hatten alle so ein großes Brot mit dabei. Dann sagte man im umgangssprachlichen früher, da hat sein Kutscherbrot mit. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass das Kutscherbrot ganz besonders lecker ist und oft kommen Kunden extra wegen ihm von weit her. Ja, sehr schön. Nun wollen wir aber auch wissen, wie es hergestellt wird. Jawohl. Der traditionelle Sauerteig, nach Original Schürer Rezept, so erfahren wir, ist die Grundzutat und Garant für den besonders guten Geschmack des Brotes. Und hier drin ruht der und schläft? Oder der wird immer wieder neu angesetzt? Wie sieht das aus? Ja, hier drin ruht er. Wenn wir ganz leise sind, können wir da auch mal reinschauen. Heben wir mal gemeinsam den Deckel hoch und dann sehen wir jetzt den Sauerteig, wie er ruht. Das ist Sauerteig, ist im Prinzip nur Roggenmehl und Wasser. Hinzu kommen das reine Weizenmehl, Salz. Die Grundprodukte sind alles aus dem Sachsenland. Das ist sächsischer Weizen, sächsischer Roggen. Und aus welcher Saline das Salz stammt, kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Nur Mehl, Salz und Sauerteig also. Mehr braucht es nicht fürs Kutscherbrot. Die Zutaten werden etwa 8 bis 10 Minuten miteinander verknetet. Dann wird der Teig abgewogen. 2,4 wiegen wir so ein und nach dem Backen sollen sie mindestens 2 Kilo haben. In speziellen Schüsseln bekommen die Laibe jetzt erst einmal etwa 15 Minuten Zeit zum Ruhen, damit die Gärstoffe des Sauerteigs im Mehl ihre Statterarbeit verrichten können. Dann erfolgt das Ausschlagen der Laibe auf Abrollbänder. Dabei hilft Vater und Altmeister Eberhard Schürer mit. Die besondere Igel-Optik. Die Abrollbänder kommen in den sogenannten Garraum, in dem höhere Temperatur und Feuchtigkeit für das Reifen und Aufgehen der Laibe sorgen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde, wenn das Brot richtig aufgegangen ist, kommt es in den Backofen. Nun heißt es warten. 2 Stunden und 10 Minuten, eine besonders lange Backzeit, backen die Laibe bei 260 Grad aus. Zeit, auf die nun schon recht lange Tradition der Bäckerei Schürer zu verweisen. Helmut Schürer gründete einst den Betrieb in Auer und kam 1944 ins Vogtland. Von 1967 bis 2001 führte Sohn Eberhard das Geschäft weiter, bevor es dessen Sohn Jürg übernahm. Heute hat das Familienunternehmen 24 Beschäftigte und 5 Filialen im Vogtland und produziert all die leckeren Brote und Brötchen, Kuchen, Torten und Stollen, die zu einer modernen, aber auch traditionsbewussten Bäckerei gehören. Die besondere Spezialität aber ist und bleibt seit nunmehr schon 10 Jahren das Kutscherbrot. Und das kommt jetzt knusprig braun aus dem Backofen. Dann wollen wir es aber mal rausholen. Mmh, wie das duftet. Die sind gut, die Brote. Können wir auch mal gucken, ob sie gut sind. Das nehme ich ja hinten mal rauf. Oh, das klingt gut. Für Tochter Sabrina und Patencousine Charlotte hat Jürg Schürer dabei gleich 2 Extrabrote mitgebacken, an denen sich die Mädels schon mal als Bäckerinnen ausprobieren können. So, jetzt wird's aber Zeit. Jetzt wollen wir das gute Brot aber auch endlich mal kosten. Herr Schürer, ist es jetzt freigegeben? Natürlich, jetzt ist es freigegeben. Ich wünsche allen recht guten Appetit mit unserem Kutscherbrot. So, dann wollen wir mal kosten. Ja, doch schön schmecken. Ich nehme da gleich mal den Kanten. Das ist nämlich die meiste Kruste. Das Rämpfel, ne? Das schmeckt am leckersten.